Hallo, herzlich willkommen zu Bitte strikt. Ihr findet mich auf Instagram, auf Ravelry, auch unter Bitte strikt. Mein Name ist eigentlich Bettina, aber alle nennen mich Tina oder Betty. Das ist schon immer so. Ja, es hat jetzt schon wieder ein bisschen gedauert, weil ich wollte eigentlich letzte Woche aufnehmen und na ich ja wieder das Leben dazwischen gekommen. Wir haben müssen Abschied von unserem Nymphe, unserem Bobby nehmen müssen. Der ist verstorben. Der war ziemlich krank. Und ihr hört die Emi jetzt. Sie ist schon sehr aktiv jetzt und sucht ihn wahrscheinlich. Ich weiß ja nicht, wie das so ist. Also ich habe bis jetzt immer nur Wellis geht und ja, es war schon schlimm. Es war schlimm, ja. Und dann, als ich aufnehmen wollte, ist unsere Lisa noch krank war, unsere Hündin. Die hat sich ziemlich arg Bakterien eingefangen und ja, mein Mann musste da Nächte raus mit ihrer. Und jetzt kriegt sie Antibiotika und jetzt ist schon wieder deutlich besser. Aber es ist jedes Jahr dasselbe wegen der Salzstreuerei. Sie schlägt sich natürlich dann die Füße oder der Schnee wird abgeschleckt und prompt jedes Jahr dasselbe. Also, es ist, wie es ist. Wir wissen es ja, wir kennen es ja. Sie ist schon sehr empfindlich im Magen. Und ja, aber trotzdem, das belastet einen natürlich. Sorry, dass ich immer weggucke, wenn ich rede. Das ist für mich ein wenig, ja, emotional gerade wieder ein wenig. Es war halt die letzte Woche ziemlich viel. Im Papa und aber ihm geht es jetzt wieder gut, Gott sei Dank, also soweit. Ja. Und ja, es ist halt immer irgendwas ist los. Immer. Aber so ist das Leben, das gehört alles dazu und das muss man so akzeptieren, wie es ist. Ja, das ist ein Strick-Podcast oder ein Stricktagebuch. Und dann möchte ich mich ganz, ganz, ganz herzlich bei euch bedanken für eure vielen Kommentare und Herzle, Daumen nach oben. Also ich bin echt überwältigt und auch an euch neue. Hallo, herzlich willkommen. Es freut mich sehr. Und auch natürlich auch die, wo von Anfang an dabei sind. Hi. Ja. Es wurde natürlich auch was fertig. Es wurde vier Sachen sind fertig geworden. Fangen wir doch gerade an. Als erstes, was habe ich an? Mir wurde letztes Jahr von der Firma Betanetz, das ist eine italienische Firma, wurde mir ein Paket zugesendet. Da habe ich mich wahnsinnig drüber gefreut. Das wurde mir damals zur Verfügung gestellt zum Testen. Das ist die Paco, Wolpaco, oh je, Wolpaco, Paco, sorry. Das ist ein Sweater gewesen, den habe ich frei Schnauze gestrickt. Anlehnung an das Mapala-Shirt. Genau. Also. Der Rundhals habe ich angefangen wie beim Mapala von Rosa P. Das ist eine kostenpflichtige Anleitung auf Rave. Aber ab da habe ich es dann frei Schnauze, weil es ist natürlich ein bisschen dickere Wolle gewesen. Jetzt schaue ich gerade mal, wo ich es habe. Kleinen Moment. So. Kleiner Moment bitte. Ich bin gleich soweit. Ei, 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 immer, 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 immer. Ich denke immer, ich bin vorbereitet.
Und dann aber, so, jetzt habe ich es doch. Ich habe einen Bonbon-Pulli genannt auf Rave. Das ist die Wulpaco. Wulpaca. Wulpaca. Da habe ich braucht 4 vom Flieder und 4 vom Rosa. Er ist ein bisschen, mein Kurz gerade, also ich habe noch ein bisschen Wolle da. Ich werde mir den nochmal verlängern. Ich werde es nochmal aufmachen und nochmal mindestens um 4 Streife werde ich mir den verlängern, weil es ist doch ein bisschen wenn durch den Rundhals. Irgendwie ist mir der wenig zu kurz gerade, aber egal. Kann man ja ändern, zum Glück. Ja, was gibt's da dazu nur zu sagen? Eigene Anleitung. Ja. Das war's eigentlich. Ich hab mir den. Also die Länge ist gut. Dann habe ich mir den geteilt. Hab's hinter ein bisschen länger. Ja. Und ich fühle mich da richtig wohl drin. Ich habe ja einen passenden Schuh in dem Flieder, so ein Stiefel. Und es sieht dann richtig toll aus. Ja. Auch mit der Passe bin ich richtig zufrieden, weil normalerweise die Rundpasse mag ich ja eigentlich gar nicht so. Weil sie wirklich, mein klar, okay, ein bisschen geht's hoch, aber doch nicht so, wie man sie von anderen kennt. Ja, das war's. Was wurde denn fertig? Und zwar mein Set, Karamütze. Und zwar war das die Kitzilk. Genau, das war die Kitzilk. Ihr kennt sie ja alle in der Farbe 48. Zusammengehalten mit von mir selbst gefärbten. Also die ist richtig cool, Woche. Und jetzt darf ich sie auch endlich anziehen. Ja, die ist richtig toll. Oh, die Farbe, also, die ist richtig super. Und dazu passend habe ich mir ein Josephine-Tuch. Ja. Schon schön groß. Also es ist circa 1,70. Ich habe es jetzt noch nicht gewaschen und ich will es eigentlich auch gar nicht waschen, weil es ist eigentlich so toll. Es liegt toll. Und das Maschenbild ist richtig super, war. Ich habe das mit 5er Nadel schon, dass es schon sehr locker fällt. Habe mit 5er Nadel gestrickt. Ja, und die Kara mit 4er Nadel, ganz klar. Paula M. auf Rave zu finden, kostenpflichtige Anleitung. Das ist ja die doppelte Mütze. Da war ja der Kara Het Kahl, initiiert von Mausebienchen und von Habt es fein. Ja, von Nico und Sabine. Ja, das war dann meine fünfte. Ich glaube, meine fünfte Kara. Und es sieht richtig toll zusammen aus. Und da eben, ich habe eine silberne Jacke oder eine schwarze. Sieht richtig klasse dazu aus. Dann wurde so gefertigt. Einmal in Größe 46. Jo, wow, das war schon so die letzten paar Zentimeter. Bin ich denn schon mal ins Schwitze gekommen? Ja, Größe 6, was gibt's noch? Fairytale war das, Opalsockenwolle, Fairytale. Die Nummer habe ich leider nicht mehr da. Das Etikett habe ich verschlusert. Aber ich habe es aufgeschrieben auf Instagram, was es für eine Farbnummer ist.
Ja, wie immer mein ganz normales Socke-Rezept, Vanillasocks, 20 Reihe, zwei rechts, zwei links, den Herzchenferse und Bandspitze. Was ich bei denen jetzt nicht beachtet habe, der Rapport, der Farbrapport, weil ich habe Angst gehabt, dass es natürlich nicht reicht, aber Opal reicht eigentlich immer. Weil die hängt, glaube ich, auf 425 Meter auf 100 Gramm. Ja. Kleines bisschen habe ich noch übrig. Nee, habe ich auch nicht mehr da. Ja, und dann wurde im Zuge vom Bunte Socken braucht der November initiiert von Bia Strickt. Und Frau Zitrone, ja, wurde die hier fertig. Das war die Aktiv Super Super Socke oder Aktivwolle von Supergarne in der Regenbogenfarbe vierfach und eine No Name weiß No Name. Ich weiß nicht mehr, was es war. Aber ja, da sind die Daten auch auf Instagram. Die sind richtig klasse. Das ist Größe 37. Ich weiß nicht, kann sein, dass die in Spendekiste für Kinder kommen, weil die finde ich ja klasse. Da habe ich auch nicht drauf geachtet auf den Farbrapport. Einfach schöne, bunte, witzige Socke. Hier. Auch mein normales Stino-Rezept. Da habe ich, glaube ich, 25, nee, 20 Reihe auch. Zwei rechts, zwei links. Da habe ich eine verstärkte Herzchenferse gemacht. Ja, und Bandspitze. Und so gestricke ich alle mittlerweile mit 2,25, weil es ist deutlich schöner. Ja, so, das war meine fertige Sache. Dann kommen wir. Was habe ich auf den Nadeln? Ja, da habe ich wieder einiges neu angefangen. Alte Sache, also jetzt gerade Zucker, die ältere, die liegen noch. Ich bin gerade ein bisschen. Oder ich war mal wieder im Anstrickfieber. Ja. Ja, was soll ich sagen? Es ist halt doch verführerisch. Instagram ist einfach eine Virenschleuder. Sagen muss, wie es ist. Ist so. Man scrollt durch die Dinge und. Oh, das sieht ja toll aus. Oh ja, das wieder. Oh. Und ich bin. Schwach. In der Hinsicht bin ich schwach. Wobei es hat sich schon arg gebessert. Aber naja, wenn ich denke, ich habe wieder ein paar Anleitungen gekauft, aber dazu später. Oh weia. So, was habe ich auf der Nadel? Ich habe für meine Enkelin einen Pulli angefangen, im RVO. Oh, eigentlich, ja, ich habe auf YouTube habe ich was gesehen, weil einfach von dem Maße her, weil da ist zufällig gerade was gewesen mit Größe 128. Ich tue es euch verlinke, denn sie hat so die Grundsache aufgeschrieben und zeigt und ja, und ich habe halt dann wieder mein eigenes Ding gemacht. Das ist das. Da mache ich zwei linke dazwischen. Raglan. Aufnahme. Und dann mache ich ein Muster. Weiße kann man sehen. Ja. Ja, das mache ich dann so neben der Adventskalendersocke. Die zeige ich euch auch gleich. Die Wolle, die habe ich zufällig, ich weiß gar nicht, glaube im Roller.
Ja, ich glaube, im Roller war es. Habe ich die entdeckt? Das ist die hier. Also die Farbe sind ja richtig toll. Und auch die Zusammensetzung. Also es ist 68 Baumwolle, 27 Poly und 5% Wolle. Also ich finde das eine tolle Zusammensetzung. Und da sie ja eh sehr empfindlich ist, also jetzt gerade was Wolle anbelangt, oh, da muss ich echt vorsichtig sein. Sie ist sehr empfindlich. Aber das hat sie jetzt, ich habe sie das Wochenende gehabt, oder wir haben sie gehabt das Wochenende. Sie hat's probiert, sie hat's angelangt und sie findet's toll. Und das ist ja schon mal schön. Dann weiß ich auch, dass es anzieht. Aber jetzt gerade zur Wollsache, da ist sie arg empfindlich. Drum muss ich immer wenn gucke, dass ich irgendwas finde. Ja. RVO, das gibt eine Größe 128. Ja. Sie ist halt sehr schmal. Sie ist jetzt 8, aber sie ist sehr schmal und drahtig, sage ich jetzt mal. Drahtig, ja. Ein Figürle hätte die Kleine, das ist ja Sport halt. So, das ist das eine. Dann habe ich für einen Arbeitskolleg von meinem Mann, habe ich ein paar Stulpe angefangen. Mein Mann hat mich gefragt, weil seine fliegt anscheinend auseinander, ob ich ihm nicht was machen könnte. Und da habe ich gedacht, ja klar, mache ich doch. Aber langsam. Da habe ich jetzt angefangen, zwei rechts, zwei links. Die Wolle, das ist von nicht Wollhalle, Hamburger Wollfabrik war die, aber auch schon Jahre her habe ich die. Das ist eine Merino-Mischung gewesen. Die liegt so zweifach, kam die da. Ja, das ist ein ganz weiches, tolles Wolle, nicht Garnwolle. Ja. Und da habe ich eben zwei rechts, zwei links. Und jetzt habe ich da einen Daumen angefangen. Mal, weil er will so Stulpe eben mit Daumen. Ja. Mal schauen. Also ich denke, das dauert jetzt nur ein bisschen, weil andere Sachen haben Vorrang. Ja. Ja, im Übrigen ist es eine Dauerwerbesendung, gell? Also alles, entweder wenn ich es geschenkt bekommen habe, sage ich das, aber sonst alles selbst gekauft. Und ja. Aber ich schreibe es ja immer irgendwo oben hin. Dann. Die Willusnit Marion hat die doch tatsächlich in Novem angefangen. Und ich glaube, Nico habt es fein. Also es geht auf jeden Fall mal wieder den Novem rum. Ich habe ja tatsächlich schon selber fünf Stück habe ich gestrickt. Damals war das ja so ein Hype auf Rave, gerade unter der Wollmeise-Fans. Und da hat ja gefühlt jeder nur beim gestrickt. So, ich habe mir die geschnappt. Kann man natürlich nicht so gut sehen, klar, logisch, weil ich habe es jetzt noch nicht auf eine längere Nadel gemacht, aber ja, das ist eine Wollmeise, das war die Mont Blanc, die ich überfärbt habe. Es ist so, die habe ich überfärbt, weil im Mont Blanc habe ich schon einer, Nuvem, und da habe ich gedacht, ja, komm. Aber das habe ich jetzt auch schon länger her gemacht. Ja, mal sehen. Ja, kann man gut sehen.
Ja, und da stricke ich wieder. Ich habe ja schon einen im Sommer angefangen mit einer Sommerwolle, mit einem Verlaufsgarn. Und ja, auch das hat keine Priorität. Also, da wird immer mal wieder dran gestrickt, so wie ich Lust habe. Gerade so, wenn es mal was Spannendes gibt, dann ist das natürlich optimal. Nur wenn Martina Behm auf Ravelry zu finden, auch eine kostenpflichtige Anleitung, eine Kaufanleitung. So, was denn noch? Ja, dann habe ich passend zu meiner pinke Karamütze, habe ich mir noch einen Schal angefangen. Oder ein ja, Schal oder Schalette, oder wie sagt man? Ich wieder. Ein Schälchen. Und zwar in Anlehnung von Sophie Scarf oder Sophie Schal habe ich mir jetzt ein wenig selber so zusammengewurstelt mit I-Cord, mit dem I-Cord anfangen. Und ich tue jetzt so alle 6 Reihen, tue ich zunehmen. Soll jetzt auch ein wenig breiter werden. Und zwar nehme ich da die Alpaka Silk, Brushed Alpaka Silk. Die Farbe passt. Ah, die ist jetzt da ein bisschen pinker, es ist ein mehr bärige Ton, also ein wenig blaustichiger. Das ist die Farbnummer 18. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wie heißt denn die auf dem. Ah, ist ja egal. Farbe 18, Brushed Alpaka Silk. Und da dazu nehme ich eine Tiger, gefärbt von Merocolor. Die ist ja butterweich. Also, das ist so eine tolle Wolle. Da wollte ich ja eigentlich nochmal einen Pulli davon stricken. Da habe ich ja 3 Farben. Habe ich aber wieder aufgemacht, weil irgendwie haben ja die paar Farbzusammen. Das war ja nur ein Orange und ein Weiß. Irgendwie hat mir das jetzt so wirklich gefallen. Durch dieses unruhige, melierte war mir einfach zu unruhig. Aber ich denke, ja, kann ich ja andere Sachen davon machen noch. Ja. Das wird auch toll. Und die passt, die also so passt wirklich super zur pinken Mütze. Und der werde ich jetzt wahrscheinlich auch wenn größer machen, wenn länger mal schaue. Ja, heute rausche ich aber schon. Oh ja, es geht eigentlich. Es geht. So, und dann kommen wir mal zum Wichtigsten. Entschuldigung. Entschuldigung, ich bin. Prost. Entschuldigung. Ja, und zwar, jetzt steckt man. Adventskalendersocke. Karl, initiiert von de Dani Werkelt. Genau. Und ja, ich habe mich für 2 entschieden, für meinen Mann und für mich. Klar, logisch. Ich zeige euch mal die Farbe. Das sind meine. Da müsst ihr mal schauen auf Instagram, da hat sie alles super beschrieben und alles super erklärt, wie man es macht. Und ja, und das macht so einen Spaß, schon allein zu wickeln mit dem Kram und so weiter. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Das wäre meine, logisch. Und da ist natürlich jetzt Türchen 1 und 2. Man strickt beide Socken gleichzeitig und 3, Türchen 3. Das ist der Anfang. Da habe ich mich entschieden, eins rechts, eins links, eins rechts verschränkt, eins links. Und Türchen 3, heute kommt Türchen 4. Das wird dann bei mir die Farbe.
Ja, da ist ein Haufe Wollmeise drin, da ist von mir selbst gefärbt drin, von Woloholika ist drin, denn was ist noch? Das war es eigentlich, hauptsächlich eigentlich Wollmeise, Twin, ja, genau. Das ist Nummer eins. Ah ja, die Nadler. Die Nadle, das sind die Nitro-Zinn. Die habe ich mir jetzt mal geholt. Die sind die 225er, die sind super. Also da bin ich richtig begeistert. Sogar das Bündle stricke ich mit denen, wo ich eigentlich nie so gern gemacht habe mit denen runde, mit denen kleinen. Oh, der Anhänger. Ist der nicht schön? Habe ich mal irgendwo geschenkt bekommen. Ja, und was habe ich da für einer dran? Ja. Oh, das sieht man kaum. Ja, das wäre meine Socke, Größe 37. Und für meinen Mann habe ich mich für diese Töne entschieden. Die sind auch klasse, also. Ich bin so froh, dass er auch solche bunte Socke anzieht. Ja, und da bin ich jetzt so weit. Ich mache beim Übergang mache ich wieder der Steven West verweben. Steven Reeven oder ich weiß nicht, das findet er hier auf YouTube mit dem Verwebe. So dass ich also nichts vernähen muss und das klappt super. Schön, ja? Ja, da bin ich jetzt soweit. Bündchen, da habe ich 15 Reihe, bei mir habe ich 12 Reihe gemacht. Hätte auch können noch ein bisschen mehr machen, aber es ist okay. Da kommt jetzt als nächstes die Farbe. Toll. Ja, da ist auch hauptsächlich Wollmeise drin. Denn ich, da war mal dann so ein Fünfer-Set, so Minis war, habe ich da mal gehabt. In den Türkistöne ist drin. Ah, was ist denn noch? Auch von mir selber gefärbt. Denn, was war denn das hier eigentlich? Ja, Forest. Irgend mit Forest. Das nicht Black Forest. Jan. Black Forest. Jan. Oh, ja, das war's. Das war's. Wollmeise hauptsächlich auch da wieder. Ich habe so viel Wollmeise-Reste und. Für so Sachen finde ich es einfach toll, weil die Wollmeise hat einfach so klare, tolle Farbe. Ja, da muss ich auch mal wieder hin. So, was? Das ist jetzt gerade so, das ist in Arbeit. Genau. Dann habe ich mir. Ach, eins habe ich noch in Arbeit. Stimmt. Und zwar vom Petit Knit der Melange Sweater. Genau. Den habe ich auch gesehen auf YouTube. Wer hat denn den gemacht? Oh, hab's vergessen. Und hab den gesehen, hab denkt, oh ja. Der ist klasse. Dann nehme ich. Also da bin ich jetzt mittlerweile so weit. Ja, das ist dann der Rücken. Mehr kann ich ja nicht verraten. Das ist eine kostenpflichtige Anleitung vom Petit Knit wieder auf Rave zu finden. Bin ich soweit. Meine Wolle ist einmal die
Also früher hieße sie Fähralpaka, jetzt heißt sie Hansa Farm. Oder andersrum. Nee, jetzt heißt sie Hansa Farm. Früher war es die Fähralpaka. Das ist die Baby-Alpaka-Socks. Also die gibt's nicht mehr, aber sie hängen ja Sockewolle wieder. Also ich denke, die wird ähnlich sein von der Qualität. Das ist einmal und dann von mir eine selbst gefärbte wieder auf Schmusegarne. Ja, Schmusegarne, die Gipfel Welten. Stürmer oder Welten, also die 80-20, die weichere. Ja, die zwei zusammen. Und ja, der Rücke. Also ich finde, es wird das Schöne und passt auch super zu meiner Karahätten und zum Schal. Ja, das stricke ich mit 5er, 4,5, 4,5er Nadel. Und ich hoffe, dass mir da die Wolle reicht, weil von dem habe ich nur 5 Knäuel, 5,5. Und von dem habe ich 3, also müsste eigentlich knapp reichen. Melange Sweater von Petite Knit. Ja, mal was Blaues, mal ganz andere Farbe, weil also Blau habe ich in meinem Schrank nichts, gar nichts. Also Blau war eigentlich immer, obwohl mein Mann schon immer sagt, so hellblau, himmelblau und solche Sachen, dass die mir wahnsinnig gut stehen, aber ich irgendwie bin ich da nie drauf. Und jetzt auf einmal, jetzt habe ich eben gesehen, zeige ich euch gleich, was ich da noch vorhab. Jetzt erstmal das nächste. Die nächste Anleitung und zwar Chestnut-Sweater, auch vom Petite Knit. Und den fand ich ja schon immer toll. Da muss ich mal gucken. Ja, genau. Und zwar nehme ich da alle gute Dinge sind drei, hoffe ich, weil ich habe ja schon ein paar Sachen damit angefangen. Oh, jetzt komm her. Die Nord, Drops Nord. Und Kitzilk in der Farbe 12 und die Drops Nord in der Farbe 07. Genau, und das möchte ich den da. Ich habe noch nicht angefangen und ich fange jetzt auch noch nicht an, bevor ich nicht für meine Kleine, für Luna, ihren Pulli fertig habe. Genau. Das kommt bestimmt richtig cool raus. Ja. Ja, und Ewe, wie gesagt, jetzt bin ich am Überlegen. Ich habe mir noch zwei Anleitungen gekauft und runtergeladen. Zum einen der Dallas Sweater. Weiß nicht, kann mal schauen, mal da rausnehmen. Und zwar ist das von Eleanor Mortensen. Genau, der finde ich ja wunderschön. Also den möchte ich im Anthrazit machen. In Baby-Alpaka habe ich noch jede Menge von Wolle Rödel. Und eine weiß, also nicht weiß, sondern mehr so cremefarbe dazu. Mal schauen, wenn von den Nord noch was übrig bleibt, dass ich dann eventuell dann die Pferdle
in so einem Cremeton mache oder Beige-Ton. Der finde ich ja wunderschön. Und für alle Dinge, er ist auf Deutsch. Sehe ich gerade. Jawohl. Auch auf Rave gefunden. Also ich habe ihn gesehen auf Instagram. Von einigen schon gestrickt. Und ja, auf Rave eine kostenpflichtige Anleitung. Erlasswetter. Und was habe ich noch? Und zwar der Eva Cardigan, auch vom Petit Knit. Der finde ich ja auch nur so toll. Und den möchte ich mir eventuell in Himmelblau. Ich bin aber noch nicht ganz schlüssig. Ich habe es im Warenkorb bei der Wollelli. Und zwar möchte ich da die Drops Air, glaube ich, ist es, ja, in so einem Himmelblau nehmen. Und ich bin mir aber noch nicht 100% sicher. Ich weiß es nicht. Was meint ihr, Himmelblau? Es ist ja eigentlich aktuell. Wir waren am Samstag in der Stadt. Also man sieht viel so hellblau jetzt gerade so auf der Winter. Komisch. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Nee, aber es muss ja nicht sein. Ich bin ja. Farbe müsse mir gefallen und nicht, weil sie gerade in sind. Also das ist. Ja. Naja, also ich überlege nur, es ist im Warenkorb von der Wolleli. Aber vielleicht wird es auch eine andere Farbe. Also schwarz bräuchte ich auch mal was. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Oder denn ein schönes Braun oder so ein Roschbraun. Also das gefällt mir auch sehr gut. Naja, schauen wir mal. Also heute war es bei mir etwas ruhiger. Ich bin auch gerade momentan etwas ruhiger. Es ist eigentlich auch genau die Zeit, die besinnliche Zeit. Ja, es passiert so viel. Und na, ich, wie schon öfters gesagt, darauf möchte ich jetzt auch gar nicht eingehen. Es ist einfach so, dass man hofft, dass es seine Liebste gut geht, der Familie und auch eigentlich, dass es alle Menschen gut geht. Und es wäre eigentlich so einfach, aber ist es nicht. Ist es nicht. Ja, das Wetter ist toll. Ich lieb's. Also es ist zwar glatt. Es ist aber wunderschön. Wunderschön. Eben, wir waren mit der kleinen Schlittenfahrer am Samstag und es war so toll. Ja, also ich lieb's. Ich bin ein Winterkind und herrlich. In dem Sinn, ich wünsche euch eine wunderschöne Adventszeit. Bleibt gesund. Alle Kranke. Viel Kraft, Hoffnung nicht aufgebe. Alles Gute für euch. Bye bye.